Warum waren die Malfoys reich? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es wieder einmal um den zauberhaften Reichtum. Es ist ein heißes Thema, die Leute wollen drüber reden. Ich habe bereits einige Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, warum Harry reich war und warum die Weasleys arm waren. Was ich jedoch nicht richtig beantwortet habe, ist, wie die Familie Malfoy ihren Reichtum anhäufen konnte. Laut der fiktiven Forbes 15, die Spekulation auf die nächste Stufe hebt, indem sie das Nettovermögen aller möglichen fiktiven Charaktere auflistet, ist Lucius Malfoy erstaunliche 1,3 Milliarden US-Dollar oder 943 Millionen Pfund schwer. Wenn wir das in Muggelwährung umrechnen, ergibt das etwa eine Summe von etwa 189 Millionen Galleonen. Erstaunlicherweise sind die Malfoys nicht die reichste Familie in der Welt der Zauberer, aber sie gehören mit Sicherheit dazu, wahrscheinlich zu den Top 3 Familien. Die Zaubererwelt hat eine Wirtschaft wie die unsere, mit Tauschmitteln und einem Finanzsystem. Und sie haben natürlich auch ihr eigenes Zauberergeld, das es in vielen verschiedenen Formen gibt. Darunter Galleonen, Sicheln und Knuts. Galleonen sind die größte Form der Währung und entsprechen etwa 17 Sicheln oder 493 Knuts. Wenn wir an das Geschlecht der Malfoys denken, kommen den meisten Menschen bestimmte Worte in den Sinn. Aber diese Worte haben kaum eine positive Assoziation. Wenn jemand Malfoy sagt, denkt man in der Regel an einen Fanatiker oder ein Vorurteil. Aber das ist ein Ruf, den man sich durch Jahrhunderte der Intoleranz erworben hat. Tatsächlich stammt der Name Malfoy aus dem Altfranzösischen und bedeutet wörtlich böser Glaube. Das sind Eigenschaften, die ihm fast in die Wiege gelegt wurden. Und erst mit Draco hat diese Intoleranz etwas nachgelassen. Historisch gesehen sind sie eine wohlhabende Familie moralisch verkommener Hexen und Zauberer, die winseln, wenn sie auf frischer Tat ertappt werden und sich hämisch freuen, wenn sie eine Machtposition innehaben. Wie ist diese Familie also zu ihrem immensen Reichtum gekommen? Nun, ich bin dabei, ihr schmutziges, dunkles Geheimnis zu lüften. Sie sind ausschließlich durch Muggelreich geworden. Wie Pottermore sagt, wie viele andere Stammväter englischer Adelsfamilien kam der Zauberer Armand Malfoy mit Wilhelm dem Eroberer als Teil der normannischen Invasionsarmee nach Großbritannien. Nachdem er König Wilhelm I. unbekannte, zwielichtige und mit Sicherheit magische Dienste erwiesen hatte, erhielt Malfoy ein erstklassiges Stück Land in Wiltshire, das den örtlichen Landbesitzern entrissen wurde und auf dem seine Nachkommen seit 10 aufeinanderfolgenden Jahrhunderten lebten. Ihr gerissener Vorfahre Armand verkörperte viele der Eigenschaften, die die Familie Malfoy bis zum heutigen Tag auszeichnen. Die Malfoys hatten schon immer den Ruf, ein schlüpfriger Haufen zu sein, der überall nach Macht und Reichtum strebt, wie ihr wenig schmeichelhafter Name andeutet. Trotz ihres Eintretens für die Werte des reinen Blutes und ihres zweifellos aufrichtigen Glaubens an die Überlegenheit der Zauberer gegenüber den Muggeln, waren die Malfoys noch nie bereit, sich bei der nicht-magischen Gemeinschaft einzuschmeicheln, wenn es ihnen passte. Das Ergebnis ist, dass sie eine der reichsten Hüterfamilien Großbritanniens sind und es wird seit vielen Jahren gemunkelt, obwohl es nie bewiesen wurde, dass die Familie im Laufe der Jahrhunderte erfolgreich mit Muggelgeld und Vermögen gehandelt hat. Über Jahrhunderte von Jahren ist es ihnen gelungen, ihre Ländereien in Wiltshire, Muggelschätze und Kunstwerke zu einer immer größer werdenden Sammlung hinzuzufügen. Er übernahm diese Position, weil er nicht untätig herumsitzen und Muggel hassen wollte. Er wollte das Wort verbreiten und er wollte jeden verteufeln, der sich mit Muggeln oder Muggelgeborenen verbrüdern wollte. Er war sogar der Meinung, dass Hexen und Zauberer, die sich mit Muggeln einließen, dumm waren und kein magisches Talent besaßen und dass diese völlig verzerrte Sichtweise wahrscheinlich aus Hass entstanden war. Im Jahr 1675 sagte er Folgendes: Ist es nicht eine schreckliche Ironie, dass der unermessliche Reichtum, auf den sie so stolz sind, aus genau dem stammt, was sie so sehr zu hassen schwören? Aber in Wirklichkeit gibt es diese Heuchlerei schon seit sehr langer Zeit. In der Tat war einer der Vorfahren der Malfoys, der wohl der muggelfeindlichste Malfoy war, ein Zauberer namens Brutus Malfoy, der einmal bemerkte: Nichts ist ein sichereres Zeichen für schwache Magie als eine Schwäche für nicht-magische Gesellschaft. Wie sich herausstellte, war Brutus Malfoy der Mann,
der auf einem Haufen von Muggelgeldern saß, der Herausgeber der Anti-Muggel-Zeitschrift Warlock at War war. Das können wir mit Gewissheit sagen. Jeder Zauberer, der eine Vorliebe für die Gesellschaft von Muggeln zeigt, ist von geringer Intelligenz. Kann sich nur überlegen fühlen, wenn er von Muggel-Schweinehunden umgeben ist. Nichts ist ein sichereres Zeichen für schwache Magie als eine Schwäche für nicht-magische Gesellschaft. Dennoch haben die Malfoys immer eine Grenze im Sand gezogen, wenn es um die Verbrüderung mit Muggeln geht. Und diese Grenze bezieht sich natürlich auf ihren Wohlstand. Ja, Armand Malfoy, der William, dem Eroberer, diente, erhielt im Austausch für seine Dienste Land. Aber das ist nicht die einzige Quelle ihres Reichtums. Die Malfoys haben auch Gemälde, Gold, Juwelen und alle anderen möglichen Art von wertvollen Gütern angehäuft, weil sie sich mit reichen Muggeln verbrüdert haben. Historisch gesehen gab es in den Kreisen eine scharfe Unterscheidung zwischen armen Muggeln und denjenigen mit Reichtum und Macht. Bis zur Verhängung des Geheimhaltungsgesetzes im Jahr 1692 war die Familie Malfoy in hochgeborenen Muggelkreisen aktiv und es heißt, dass ihr eifriger Widerstand gegen die Verhängung des Statuts zum Teil auf die Tatsache zurückzuführen war, dass sie sich aus dieser angenehmen Sphäre des gesellschaftlichen Lebens zurückziehen mussten. Obwohl es von den nachfolgenden Generationen vehement bestritten wird, gibt es reichlich Beweise dafür, dass der erste Lucius Malfoy ein erfolgloser Anwärter auf die Hand von Elisabeth I. war. Und einige Zaubereihistoriker behaupten, dass die spätere Ablehnung der Heirat durch die Königin auf einen Fluch zurückzuführen sei. Die Malfoys waren gegen die Statur des Sekretärs, weil sie ihren Lebensstil bedrohte. Diese Tatsache bedeutete jedoch nicht, dass sie später ihre Position komplett änderten und eine glühende Haltung für die Trennung der beiden Welten vertraten. Mit jenem gesunden Maß an Selbsterhaltung, das die meisten ihrer Handlungen im Laufe der Jahrhunderte kennzeichnete, hörten die Malfoys nach der Verabschiedung des Geheimhaltungsgesetzes auf, sich mit Muggeln zu verbrüdern. Ganz gleich wie wohlhabend sie waren und akzeptierten, dass weitere Opposition und Proteste sie nur aus dem neuen Zentrum der Macht entfernen konnten. Dem neu geschaffenen Ministerium für Zauberei. Sie vollzogen eine abrupte Kehrtwende und unterstützten das Statut ebenso lautstark wie diejenigen, die es von Anfang an befürwortet hatten, wobei sie sich beeilten zu leugnen, dass sie jemals mit Muggeln verkehrt hatten. In typischer Malfoy-Manier zog die Familie den Schwanz ein und änderte, als sie erkannte, dass die Statur eingeführt werden würde, ob es ihnen nun gefiel oder nicht, ganz offen ihren Standpunkt zu der ganzen Sache. Diese Art von Verhalten passt zu den Malfoys und erinnert mich an Lucius Malfoy, der ein gegläubiger Todesser war, als Voldemort neben ihm stand, aber im Nu die Seiten gewechselt hätte, wenn er die Chance auf Voldemorts Untergang erkannt hätte. Mit der Zeit, ohne die Versorgung mit Juwelen und Gütern, die früher von Muggeln kamen, wurde ihre Verachtung ihnen gegenüber schließlich echt. Das ist die massive heuchlerische Wahrheit über die Malfoys und der Grund für ihren immensen Reichtum. Ich bin mir sicher, wenn man Lucius oder Draco Malfoy fragen würde, wie die Familie ihren Reichtum angehäuft hat, würden sie eine ganz andere Antwort von sich geben. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.